Servus, lieber Leute. Heute möchte ich einen neuen Film machen über die Dörfer aus dem Banat. Und der erste Punkt, den ich in Anblick habe, ist die Andreser Kärich. Ich fange also an mit der Andreser Kärich mit dem Zentrum und gehe dann weiter. Ich bin auch gespannt, was mich da im Banat alles erwartet. Und so wie gesagt, haben wir im Hintergrund die Andreser Kärich. Und jetzt ein Panoramablick über das Zentrum des Dorfes St. Andres. Und daneben auf der rechten Seite ist das Gemeindehaus. Das Dorf St. Andres ist im vollständigen Wandel. Man sieht jetzt die neue Häuser gebaut hier in der Zigeunergasse. Wirklich sehr schön hergerichtet mit einer blauen Blume vor dem Haus. Und das sind jetzt die Straßen von St. Andres. Einfach betoniert, nicht mehr so wie früher. Da im Hintergrund sieht man jetzt die typische Häuser der Banater Schwowa, da haben wir eins mit der alten Architektur, die mich vollständig begeistert und die aus dem Dorfbild so langsam verschwindet. Ich verlasse jetzt das Dorf St. Andres und es geht jetzt weiter Richtung Pschinwa. Es ist einfach schön über diese Landschaft zu fahren und sich diese Weite anzuschauen. Pschinwa ist jetzt gerade vor mir. Ankommen im Zentrum des Dorfes möchte ich euch auch hier als Zentrum zeigen. Die schöne Kärich. Einfach das Panorama von hier. Links und rechts zu sehen die Häuser. Ein schöner Park vor der Schule. Und nicht zu vergessen sind die Storchennister, die es überall hier in der Dörfer gibt. Es geht weiter in die Richtung Klein Petschgrät und dort werde ich mich mit euch wieder treffen, im Zentrum des Dorfes. Das ist der Weg. Und auf dem Weg auf Petschgrät habe ich da im Pschinwa das Haus gefunden, das typisch vor die all die Zeit noch übrig geblieben ist. Und das habe ich gesagt, das möchte ich richtig filmen. Ankommen in Klein Petschgrät im Zentrum. Das sieht man im Hintergrund die katholische Kirche und gleich nebendran ein Storchennest. Die Kirche stammt aus dem Jahr 1811 und ist noch im alten Zustand, so wie sie mal früher war. Sie misst als renoviert gern. Links und rechts sieht man an der Kärich angebrungen Statuette, die wirklich die Kärich schön verzieren. Ich hoffe, dass euch die Kärich auch gefallen hat aus Petschgrät. Und jetzt geht es auch wieder weiter ins nächste Dorf. Bis dorthin. Jetzt bin ich angekommen im Billett. Ich stehe gerade neben einem schönen Haus, das mal früher, denke ich mal, ein super schönes Haus war, mit einer Verzierung. Das möchte ich euch jetzt zeigen.
Da ist jetzt die Architektur des Hauses zu sehen. Die Namen der Eigentümer Adam und Hilde Welter. Die Verzierungen am Haus, an der Tier und an der Finstra. Und die Treppe mit der schönen Eingangstür. Ich denke, das Haus war zu früheren Verhältnissen mal ein Palast. Also die Leute wären ganz bestimmt reich gewesen sind. Da im Billett, im Zentrum, steht auch die Billeter Kirche. Die möchte ich jetzt auch besichtigen und mal schauen, wie die ausschaut. Ich sehe, dass er ja schön erhalten ist. Und die Straßen sind auch da im Billett sehr sauber gehalten. Und da auf dem Eck von der Kirche, da sieht man ein Denkmal. Das werde ich auch da euch zeigen. Mit einer Gedenktafel an die Opfer des Zweiten Weltkriegs. Und ich stehe jetzt vor der Tür, der Kirche, und gehe jetzt gerade hin. Ich möchte schauen, wie es da drin ausschaut. Ich habe gesehen, manche Leute sind schon drin. Ankommen in Alexanderhauser, sehe ich da eine schöne große Kirche neben der Hauptstraße und ein ganz schönes großes Zentrum mit dem schönen großen Park. Da in Alexanderhauser hat es jetzt angefangen zu regnen, aber wir sehen uns ganz bestimmt im nächsten Dorf. Ich bin da in Bulgarisch im Zentrum neben der Kirche und schaue mich da ein bisschen um. Ich sehe, das Dorf ist als ein bisschen verlassen. Da gehört als sehr viel renoviert. Und in jedem Fall bin ich auf der Suche nach einem Haus. Um welches Haus geht es da? Es geht ums Haus von der Monika, meiner Tänzerin. Und bevor ich mich auf die Suche des Hauses mache, sieht man nochmal die Kirche von einer anderen Perspektive her. Wirklich sehr schön gebaut, nur sie müsste renoviert gehen. Ich bin jetzt noch immer in Bulgarisch. Auf der Hauptstraße, gleich nach der Kirche, da sehe ich jetzt das Haus. Ich denke, ich habe es gefunden. Das ist der Monika ihr Haus. Also besser gesagt, der Oma oder Uroma von ihr. Also Monika, jetzt kannst du sehen, das ist jetzt dein Haus. Also beide Häuser, die sind jetzt da. Die kannst du jetzt sehen. Und ich freue mich, dass ich sie jetzt auch sehe und live da sind vor Ort. Schön zu erkennen ist die Architektur des Hauses. Ich sehe gerade oben, steht eine Jahreszahl geschrieben, ist 1943 renoviert gen. Und als nächstes führe ich ein Gespräch mit dem Nachbar vom Haus. Wo muss ich herkommen? Das ist dumneavoastră, ați cunoscut vecinii foarte bine, nu? Da, sigur.
Și pe respectivul, pe tata lui Elfrige, nu? Că Elfrige o cheamă. Da, da, da. Dar cum să nu? Păi da, în toamnă lui 80 ne-am mutat aici. Mai tăiase bătrânul, el a murit de cancer pe spate, am cunoscut, sigur. Înțeleg. Deci cunoaște și casa, vecinii, pe da, toți, sigur, nu? Da, sigur, sigur, nici o problemă. Mm-hmm. Mă bucur că întâlnesc și un vecin de pe atunci, de pe timpurile acelea. Bine, eu nu-s bătrânesc mai de mult, dar tot da, bătrânesc. Da, da, da. Und doch sieht man von hin das Haus als unter Korte, eine ganz große Korte da, also richtig schön, alles grad und einfach hergerichtet. Also von da hin müsste das Haus richtig von neu renoviert gehen, also die Wand, die steht auch nicht mehr grad. Die fällt irgendwann raus. Da kann ich jetzt auch noch in den Hof schauen. So schaut der Hof als aus. Da, da, da. Und da ist es auch. Bine, acolo, după câte știu, cum spunea Tantirezii, aerea jumate de sal, jumate proprietate. Da, da, da. Să facă succesiuni, bine, aia sunt problemele lor, deci... Așa că vă mulțumesc pentru că m-ați lăsat da. Să vizitez aici casa și nu, vă doresc da, toate cele bune și ne... poate mai ne vedem cândva. Păi, uneori și că da, nu și munte niciodată. Cu munte se mai întâlnește, dar om cu om nu știi când... Da, așa este. Noi. Und jetzt möchte ich noch vorstellen, Monika, das ist deine Nachbarin. Deci sunteți vecina de pe da, timpuri, da. Nu? Da. Renuța, știe. Știe, pentru că... Și ce v-a amintit de atunci? Erau timpuri frumoase sau v-ați înțeles cu vecinii? Foarte bine. Da, foarte bine. Ne lipsesc foarte mult vecinii noștri. Au fost da. Timpuri care nu vor mai fi niciodată. Da, o să fie... Cine știe, poate o să fie o revedere cândva, nu? Da. Mulțumesc! Und schräg über der Weg in Bulgarisch beim Haus von der Monika ist der Deutsche Friedhof. Irgendwie ist dort die Zeit stehen geblieben, aber ist trotzdem schön. Und jetzt bin ich gerade in Lenauheim angekommen, im Zentrum. Da ist Nikolaus Lenau verewigt auf der Tafel. Und wenn ich jetzt weiter drehe, da sehe ich jetzt das Zentrum. Und im Mittelpunkt ist wieder die katholische Kirche von da. Ein schönes Denkmal aus dem Jahr 1778. Und gleich bei der Einfahrt in Krabatz habe ich das Monument gesehen. Und da habe ich gesagt, da bleibe ich mal stehen und möchte mir mal das anschauen. Also da ist eine Tafel angebrungen und da steht es drauf, dass es aus dem Jahr 1834 ist und gerade am Friedhof steht. Und da ist der Eingang zum Friedhof. Gehe ich mal jetzt nuff. Schauen wir mal das an. Und da in Krabatz, neben dem Friedhof, das sind so viele Pipatscher, die habe ich gesagt, die möchte ich unbedingt im Bild haben, bevor ich den Weg jetzt weitersetze auf Gottlob. Das ist jetzt die Kirche aus Krabatz. Sie ist als Verlass und müsste als stark renoviert gehen, weil ich denke mal, da ist mindestens 50 Jahre nichts mehr gemacht gehen. Da ist noch das alte Dach drauf, der Kirchenturm, die Fenster mit Löchern
Das ist die Eingangstür. Und da ist jetzt ein Schloss dran, weil sie ja verlassen ist. Aber da sehe ich ein Loch. Und da schaue ich jetzt mal in die Kerich. Da muss ich jetzt aufmachen, dass ich mich noch schneide. Und so schaut das Innere von der Kerich aus. Es ist einfach schadvoll, die Kerich, aber so ist als die Lage, kann man als nichts machen. Und überall auf der Weiche findet man die Schof neben der Stroß. Ein schönes Bild wieder. Erinnerung an früher. Da im Zentrum von Gottlob finde ich als alles renoviert, ist alles schön gemacht. Die Häuser, die Kerich und so weiter. Wenn ich jetzt einen Blick auf die Hauptstraße werf, dann sieht man, dass alles schön geputzt ist, also Gottlob, ein schönes Dorf. Nicht von einem jeden Dorf kann man berichten, dass es schön ist, aber da so finde ich, ist es einfach klasse. Jetzt bin ich angekommen in Großkomlosch an der Kerich. Das ist das Zentrum da. Da haben sich mal die Leute früher getroffen. An der Kerich sieht man die Inschrift 1868 erbaut. Und das ist die Tier, die in die Kerich fährt. Und wenn ich jetzt ein Panoramabild mache, da vor der Kerich, ist alles sehr ruhig. Und schräg gegenüber sieht man jetzt die Schule und die Straße. Ich bin jetzt gerade in Lunga und da hat mal als Ilse gewohnt. Eine gute Freundin von mir und möchte um Ilse sein Haus finden. Ob ich das jetzt finde oder nicht, das weiß ich nicht so ganz genau, weil ich es nie mehr kenne. Ich befinde mich jetzt auf der Straße an dem Haus. Ich denke mal, das wird Sinn. Ich bin mir aber nicht sicher. Also Ilse, melde dich und sag mal, ob das jetzt dein Haus ist, da hinter mir. Und jetzt bin ich auch am letzten Dorf Rumäniens angekommen. Hinter mir ist die Grenze. Da geht es dann auf Serbien. Also das hier ist die Außengrenze der Europäischen Union. Und in die andere Richtung sieht man dann nochmal das Dorf Lunga. Da werde ich jetzt wieder zurückfahren und euch noch ein paar Bilder zeigen.
Und jetzt bin ich in Groß St. Niklas im Zentrum. Eine von der Kirche sieht man im Hintergrund. Und da zu sehen, das Zentrum von Groß St. Niklas. Schön hergerichtet mit Blumen. Die Leute sitzen alles am Tisch. Im Freien. Es ist schönes Wetter. Ein bisschen bewölkt, aber es ist angenehm. Das war jetzt der letzte Punkt aus meinem Film. Da in Groß St. Niklas möchte ich jetzt den Film beenden und hoffe, dass euch die Kirche, die Monumente, die Häuser und alles gut gefallen haben. Und ich zähle auf euch, dass ihr mal beim nächsten Film wieder zuschaut. Ich wünsche euch noch alles Gute, bis bald wieder. Ciao, macht's gut.